Das müssen wir erstmal kurz beobachten. Weil ich glaube, wir können durchrennen. Lul. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Moin Leute und damit ein herzliches Willkommen zum Update 1.17.11. Das Labor hat einfach ein großes, großes Update bekommen und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich habe mich schon ausgerüstet und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall gleich beim Labor. So, es wird spannend. Hier sind wir nun. Wir hören schon eine Sirene. Ich würde sagen, wir laufen mal schnell zu dem Spot, wo wir vorher gewesen sind. Der Weg in das Herz des Labors führt durch den Reaktor. Gucken wir mal rein. Aha, der Bioreaktor. Legen Sie organische Ressourcen hinein. Okay. Auf jeden Fall können wir Pflanzenfaser und Samen, Gott sei Dank Samen, können wir reinpacken. Oh, und die Inbox hat auch ein neues Design. Das ist cool. Das habe ich ja auch vor kurzem angesprochen. Sektor A1. Interessant. Wenn Sie wissen wollen, was hinter der Tür ist, auf Sie wartet, dann bedenken Sie, wie das alles angefangen hat. Also wenn wir wissen wollen, was hinter der Tür ist, sollen wir bedenken, wie alles angefangen hat. Interessant. Wir haben hier diesen Reaktor stehen. Level 2, Level 3, Level 4 können wir noch nicht machen. Momentan gibt es hier auch noch so ein Kraut, aber ich kann gerade nicht einsehen, was das ist. Bestimmt so Seetank oder irgendwie sowas. Future Genesis. Aha, okay. Sektor B2. Sektor B1. Und Sektor A2. Von der anderen Seite verschlossen. Okay, das heißt, wir müssen quasi durch den Sektor A1 hier rein. Ich setze mal schnell noch eine andere Schusswaffe an, denn ich habe keine Ahnung, was uns hier jetzt erwartet. Okay. Erstmal nichts weiter. Das Terminal bleibt auch offen. Und hier können wir, was können wir hier machen? Ach, ähnlich wie bei Bunker Bravo können wir hier also auch gewisse Fähigkeiten aktivieren. Erlaubt Zugriff auf Geräte an den Wänden des Labors, die ihre Gesundheit regenerieren. Brauche ich eigentlich nicht, ich habe genug Verbandkästen mit. Geschlossenes Ventil stellt Zustrom von Sporen im Sektor ab. Oder Kellerinstinkt, der erste Treffer mit dieser Klingenwaffe lässt das Ziel 10 Sekunden lang bluten. Sie müssen dafür schleichen. Ich glaube, ich nehme das hier. Möchten Sie diesen Vorteil auswählen? Ja. Den möchte ich auswählen. Leute, es geht los. Oha, hier haben wir schon mal wieder die Zombies aus dem Bunker Bravo. Was droppen die? Ich bin so gespannt, was die droppen. Die müssen ja irgendwas Neues auch droppen. Sektor A-Karte, Schlüsselkarte A, von Mitarbeitern des Genesis-Labors verwendet, um Zugriff zum Lager zu erhalten. Vielleicht gibt es ein paar Waffen. Das wäre ja cool. Sporenläufer. Oh mein Gott, das ist so geil gemacht. Und ich bin gerade mal hier am Anfang wahrscheinlich noch. So, weiter geht's. Nächste Tür wird geöffnet. Hier sind auch wieder ein paar Zombies drinne. Schließen. Uiuiuiui. Schaden ist schon. Ja, muss man schon aufpassen. Aber auf jeden Fall gibt es hier Sektorkarten. Diese muss man wahrscheinlich dann wieder tauschen. Also eine Art Tauschsystem wird hier wahrscheinlich im Labor sein. Oha, hier bekommen wir die Rohre. Die gibt es bereits im Sektor 7, beziehungsweise im Krater. Was haben wir hier? Reagenzkiste. Diese Kiste hat ihre beste Tage schon hinter sich, aber vielleicht ist noch etwas darin. Müssen wir natürlich mitnehmen. Ganz klar. Vielleicht brauchen wir es ja noch. So, weiter geht's. Wissenschaftler. Interessant. Leute. Neue Gegner. Einfach geil. Okay, hier haben wir den Schlurfer, den kennen wir bereits schon vom infizierten Dorf. Wie viel Schaden macht er? Alter, 22 und ich habe SWAT-Rüstung, also teilweise SWAT-Rüstung an. Mein lieber Schwan, das ist schon ganz schön viel, wirklich.
Oh mein Gott, das ist so gut gemacht irgendwie. Und halt aufpassen bei dem Slasher, wenn der euch schlägt, bekommt ihr dann quasi einen Schadensbuff, dass ihr Blutung verspürt. Das sind, glaube ich, dann nochmal 15 Schaden pro Sekunde und mies. 20 Schaden sogar. Leute. Einfach alles. Uiuiui. Einfach alles mit der Ska hier niederballern. Aber ihr kennt mich ja. Ist ja größtenteils auch dafür da, um euch schnellstmöglich zu zeigen, was hier abgeht. Sporenverbreiter. Das sind ja die Zombies, die wir aus der Staffel hier bereits kennen. Sektor A-Karte. Hier ist jetzt auch nichts Besonderes weiter. Was mich jetzt interessiert, Bauplan. Hat sich das Elektroniklabor geändert? Immer noch nicht. Gut, vielleicht wird das irgendwie noch eine Rolle spielen. Wer weiß, wer weiß. Türe öffnen. Oh je, da kommen sie schon angerannt. Autsch. Jetzt ist die Frage, wenn man hier stirbt, kommt man wieder an seine Leiche ran? Ich will es nicht ausprobieren. Aber das Design erinnert halt wirklich sehr an Bunker Bravo. Ich finde es aber wirklich sehr gut gemacht. Es wurde wirklich Zeit, dass mal wieder was in die Richtung veröffentlicht wird. Also ich bin auch der Meinung, also es wäre vollkommen sinnlos, wenn nicht, dass das Labor so oder so, genauso wie die Hafenlocation selbst, im Spiel bleiben wird. Also da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Hier bekommt man auch wirklich einiges an Punkte für das Heilmittel. Gott sei Dank, da müsste ich da jetzt eigentlich auch schon durch sein. Heilmittel? Ja, fast. Fast. Gut. Gucken wir hier mal rein. Ah, das ist der. Oh, shit, Leute. Das ist der eine Zombie, den ich schon mal in einem Video erwähnt hatte. Oh Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh, fuck, 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 fuck. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Uiuiui. Ich bin gestorben. What? Einfach krank, ey. Ich mache einen Schnitt rein. So, ich bin jetzt wieder angekommen. Meine Leiche liegt Gott sei Dank hier rum, dass ich quasi mein ganzes Zeug aufsammeln kann. Aber einfach krank. Und das ist nicht. Es ist einfach mal die zweite Etage. Was erwartet uns denn bitte in der dritten Etage? Also ein Zuckerlecken ist das hier definitiv in keinster Weise. Alleine schon der Gedanke daran, was da noch alles kommen wird in den anderen Etagen, ist ja einfach. Das ist einfach krank. Auf jeden Fall, jetzt ergibt es auch Sinn. Und zwar können wir beim Reaktor uns dann die Buffs quasi holen, ne? Wenn wir Level 2 sind, können wir dann quasi zwei Buffs auswählen. Auf Level 3 können wir dann drei Buffs auswählen. Und diesen Reaktor können wir dann auch aufbauen, um dann halt zum zweiten und zum dritten und so weiter zu kommen. Ganz interessante Sache. Jetzt ist die Frage, reichen meine Waffen noch? Ich habe da so eine Befürchtung, dass es wirklich knapp werden könnte. Wow, das ist wirklich eine so geniale und neue Sache. Aber Gott sei Dank, wir können durchlaufen. Das heißt, alle Zombies, die wir getötet haben, sind auch weiterhin tot. Sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall, dass wir da nicht wie bei Bunker Bravo alles von vorne machen müssen. So, hier ist unser lieber Kollege drinne. Können wir vielleicht erst weiter? Ja. Weil dann lasse ich den lieber erstmal außen vor. Das ist schon eine ganz schön harte Nummer. Allein der Schlurfer hier ist ja einfach krank, dass die auch so gepanzert sind, die einzelnen Zombies. Ich hätte schon eigentlich Bock, das nochmal zu versuchen und ich weiß auch, dass ihr das unbedingt sehen wollt. Gucke ich gleich nochmal nach, ob wir es vielleicht noch einmal wagen. Aber guckt euch das an, wie die Waffen hier echt zu tun haben. Also das hier ist wirklich wieder mal eine sehr große Waffenverschwendung. Aber immerhin, es ist ein Update, es gibt neue Sachen, bleibenden Content. Also dieses Update hat auf jeden Fall von mir schon mal einen großen Pluspunkt, auch wenn es natürlich sehr ja, waffen fordernd ist. Also man muss ja wirklich hier mit schwerem Geschütz rein. Aha, okay.
Jetzt können wir hier einen zweiten Buff auswählen. Unzerbrechlichkeit. Sie können durch einen Nahkampftreffer nicht mehr als 25% ihrer maximalen Gesundheit verlieren. Wirkt nicht bei Bossen. Also nicht bei dem, wo wir gerade waren. Lichter aus, stellt den Strom im Sektor ab. Wirkt nicht bei Bossen. Agilität. Feindliche Angriffe können sie verfehlen. Ja, da würde ich sagen, dass wir abbrechen. Würde ich sagen, nehmen wir natürlich das hier, ne? Die Agilität. Das ist, denke ich mal, wo am vorteilhaftesten. Okay, weiter geht's. Auch sehr komplex. Es ist nicht nur eine kleine Etage, wie wir das von Bunker Alpha kennen, sondern wir scheinen wirklich sehr, sehr viel Arbeit dahinter zu stecken. Also wirklich ein äußerst komplexes System. Oha, geil. Guckt euch das mal an. Ja, das hat er nicht gegriffen. Auf jeden Fall gucken wir uns hier mal die nächsten Zombies an. Aufpassen bei diesem Spucker, der hier ist. Wenn ihr da in der Säure steht, macht das nochmal ordentlich Schaden. Nein, 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 nein. Lauf, 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 lauf. Ach, die gehen aber auch auf den Sack, ne? Weil die auch wieder bei diesem Zeug heilen. Die meine Scars, ey. Ich weiß gar nicht, wer das hier machen soll. Aber man kann hier gegebenenfalls auch mit dem Wandtrick arbeiten, offenbar. Das ist schon mal ein Vorteil. Also wer mit Schlagwaffen reingehen möchte, es könnte lustig werden. Aber es ist auch schade, dass man die Dinger hier nicht stapeln kann. Aber wir können sie nutzen. Okay, ich drücke mal auf Nutzen. Ah. Das ist cool. Das ist cool. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Aber ich finde, es ist wirklich sehr stark gemacht. Oh mein Gott, und er hat verfehlt. Gott sei Dank. Also der Buff mit dem von meinem aktiven Vorteil macht sich definitiv bemerkbar. Eventuell wäre hier auch ratsam, Flächenschadenwaffen zu haben. Landmine, Granate könnte hier vielleicht auch noch gut sein. Da muss man sich, glaube ich, selber ausprobieren. Ich kann ja nicht so gut mit Granaten, genauso wie einige andere auch nicht. Deswegen, ja, muss dann jeder für sich selber herausfinden. Aber, puh, das ist nochmal wirklich... Ich dachte ja eigentlich, es ist nicht schwieriger als Bunker Bravo. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ich kann bis jetzt noch nicht genau äußern, ob es wirklich schwieriger ist. Vom Waffenverbrauch her ist es nahezu identisch. Oh, guck mal, ein Zünder im weiblichen Design. Das kennen wir doch vom Motel. Und im Genesis-Outfit. Hä? Alles klar. Gut. Dann damit auch wieder der nächste Schnitt. So, damit sind wir dann beim Versuch Nummer 3. Zweimal gestorben mittlerweile. Ich glaube, jemand von euch müsste mal eine Strichliste machen. Wow, das haut mich hier echt um. Haben wir noch Samen im Inventar? Nein, haben wir nicht. Kann ich irgendwas von den Sachen, die hier ab, reinwerfen? Nee. Na gut, ich denke, wir kommen auch so weiter voran. Puh, das ist wirklich ein ganz anderes Level. Also man muss hier offenbar wirklich mit schwerem Geschütz rein. Einfach nur krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es wirklich so extrem ist. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, ne? Wenn man das mit erstem Anlauf schafft... Ist natürlich... Jetzt. Ist natürlich schon was Besonderes, ne? Also ich hoffe, dass ihr euch ein Beispiel... kein Beispiel an mir nehmt und hier so oft sterbt, aber... Es ist schon nicht einfach. Was ist das denn hier? Ich sehe schon, wir sind nicht das letzte Mal gestorben. Hier lang? Er ist aber gestorben, ganz genau. Der Zünder. Gut. Dann, ach, hier stehen schon die Nächsten und warten. Ah, schnell weg. Heftig, heftig, heftig. Okay, ich glaube, das ist nicht gewollt, dass der durch die Wand spucken kann. So. Puh.
noch mehr Zombies. Zombies ohne Ende. Das hört gar nicht mehr auf. Und bei den Zündern wirklich aufpassen, Leute, dass ihr da nicht sterbt. Die könnt ihr nicht töten wie in Bunker Alpha. Und es kommen ebenfalls Parasiten raus. Oder nur einer. Ich glaube, es... Nee, es sind... Doch, weiß nicht. Es kommen auf jeden Fall Parasiten raus. So, was haben wir hier? Nichts weiter. Und dann sind wir... Nee, sind wir nicht. Es will auch irgendwie gar nicht mehr aufhören. Ja, doch, es sind drei Parasiten. Also wie bei den normalen Zündern, nur halt in einem anderen Design. So, ich weiß halt nicht, was jetzt hier Phase... Okay. Okay, die Tesla-Spulen hören auch wieder auf. Ich wette, wenn wir jetzt durchlaufen, sind wir tot. Das heißt, wir müssen hier warten, bis die aufhören. Okay, 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 okay. Es ist schon... Es hat wirklich... Vorsicht, hier sind auch nochmal welche. Also den lasse ich hier auf jeden Fall liegen. Leute. Ey, das ist einfach krank. Man muss auch konzentriert sein, auf jeden Fall. Unglaublich. Na, hier hätte meine Milchkor wohl was gebracht. Aber Gott sei Dank mit den Fehlschüssen. Nimmt das auf jeden Fall bei Gelegenheit auch mit den Fehlschüssen. Dass die, beziehungsweise den Fehlschlägen, dass die euch nicht immer treffen. Ist wirklich gut. Macht sich hier echt wirklich bemerkbar. Weg, 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 weg. Boah, es ist auch so gut gemacht, ne? Wirklich. Also da an der Stelle Hut ab, das haben die wirklich gut umgesetzt, aber leider ein bisschen, ja, zu viel, man braucht zu viele Waffen. Ich weiß nicht, was wir am Ende rausbekommen an Waffen, ob es sich wieder rentiert, aber ich vermute, dass es wohl nicht so sein wird. Wir bekommen auf jeden Fall neue Pakete. Was gibt's? Ein Asthma-Spray oder was? Inhalator hilft gegen die Wirkung der Sporen und regeneriert Gesundheit. Okay. Gut zu wissen. Der Passvorteil wird benötigt. Mhm. Weg, 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 weg. Hier bei dem Moloch ist es so, der heilt sich auch, wenn ihr, wenn er euch trifft. Ja, und jetzt haben wir hier wieder den Blutungsbuff vom Slasher bekommen. Wow, das ist wirklich mal was ganz anderes. Man muss wirklich aufpassen. Aber ich hoffe, dass das Video natürlich, dass ihr daraus lernen könnt. Dafür ist es ja auch letzten Endes da, dass ihr seht, was euch erwartet und euch darauf vorbereiten könnt. Aber die Slasher haben, glaube ich, auch ein neues Design bekommen. Los, 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 los. So. Gut. Und dann sind wir hier am Ende schon, oder? Nein, noch nicht. Okay, hier ist auch wieder irgendwas in Richtung Elektrizität. Das müssen wir erstmal kurz beobachten. Weil ich glaube, wir können durchrennen. Lull. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh je, Leute. Hier bloß aufpassen. Ich bin hier nur am Ballern. Was anderes hilft hier nicht. Komm, 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 den haben wir gleich, den haben wir gleich, den haben wir gleich. Was gibt's von dem? Weg, 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 weg. Nicht, dass hier dieses Stromteil losgeht. Wow. Das ist wirklich ein ganz anderes Level nochmal. Hier bekommen wir Hydraulikteile. Die hätte man damals gebraucht, um das Bohrgerät im Sektor 7 aufzubauen. Für die älteren Spieler, die wissen, wovon ich rede. Aber wir haben es geschafft, Leute. Damit sind wir dann durch. Hier gibt es scheinbar Belohnungen. Die Tür steckte. Das wird wahrscheinlich dann in naher Zukunft noch ergänzt werden. Gut, dann sind wir hier am Anfang. Das war die zweite Etage in Kurzform. Wir werden uns, denke ich mal, demnächst noch mit dem zweiten Boss hier beschäftigen und vor allem auch mit den anderen Etagen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, schaut euch das zweite Video zum Labor an und wir sehen uns dann, ja, im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.